Willkommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel in der Liste ist Holiday City Reloaded, was mit Version 3.0.2 auch ein kleines Update erfahren hat. Es ist, ja, erstmal wieder die ganzen Sachen aussehen und ihr seht hier, die Ressource hat sich geändert, weil es ist ein neues Event dort und sie haben auch ein bisschen was überarbeitet. Also hier zum Beispiel ist, soweit ich weiß, dieses Ding dazu gekommen. Bei den anderen kann ich mich nicht genau erinnern, was sich hier jetzt tatsächlich so unterscheidet. Mal gucken, Claim 4, lohnt sich das schon? Ja, weil 1, 2, 3,8 plus die 2,4 sind 4,04. Das reicht auf jeden Fall, um zumindest die nächsten drei Dinger dann zu kaufen. Das heißt, da werde ich mit euch gleich noch ein Reset machen. Gerade mal noch die anderen Sachen ausgeben und hier natürlich die Daily Gifts einsammeln. Genau, erstmal den Tagesbonus und der Code für heute vom Twitter-Kanal ist Future. Mal gucken, gibt es nochmal zwei Hollybars dazu. Bin ich jetzt schon wieder bei 20. Und da gab es auch jetzt noch was Neues. Ich habe vor kurzem, das ist anhand der Anzahl hier der Investments, die ich hier gekauft habe, da ist beim vorletzten, ist dieses, ja, dieser neue Reiter freigeschaltet, also beziehungsweise dieses neue Item freigeschaltet worden. Das heißt, günstigere Profite. Das heißt, statt 3, also wenn ich 9 kaufen wollte, müsste ich ja 60 ausgeben. Die kann ich mir jetzt schon für 30 bekommen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht dann doch noch länger die Sachen aufgehoben, aber an der Stelle ist es ganz okay. Die sind sehr freigebig, was die Premium-Werbung angeht. Ihr seht ja, wie viel ich hier innerhalb einer Woche einsammeln kann. Dann zusätzlich mit den Submit-Codes, da ist nicht generell natürlich nur Hollybar dabei, sondern auch hin und wieder einfach nur Time-Booster, aber insofern ist das kein Problem, dass das erst nach und nach freigeschaltet wird. So, also gehen wir zuerst mal zu den Events. Das aktiviert auch immer sofort, sobald ich mindestens 95 erreicht habe, zeigt es mir das mit diesem Ausrufezeichen an. Hier auch gleich eine Ergänzung zu den Kontrakt-Agents. Ihr seht, ich habe hier sogar schon die Möglichkeit, jetzt einen Level-3-Agent zu rekrutieren und der kostet weiterhin nur 400 von diesen Goldmünzen. Das heißt also, es ist insoweit komplett random und man füllt nicht erst alle Bereiche auf, sondern man kann dann auch gleich schon ja, die anderen bestehenden Level aufwerten. Was natürlich dann schon ziemlich spannend ist, weil ihr seht, mit 700 ist das Ding im Moment relativ weit vorne. Der ist allerdings auch schon deutlich drüber. Also trotz der Boni ist es im Moment jetzt nicht so stark, wobei er im Moment ja nur den 4er-Bonus hat. Wenn er jetzt nochmal einen 8er-Bonus stattdessen bekommt, wäre das zumindest eine Verdopplung, würde aber anscheinend trotzdem noch nicht ranreichen. Also die Agenten sind dann nicht so gravierend, nicht so spielentscheidend. Aber hier, das Event hat sich ein bisschen geändert, während bei den Geschenkboxen ja so war, dass ihr hier selber auswählen konntet, kann ich hier eigentlich nur den Zufallsgenerator jetzt starten und ja, warten, wo das Ding dann stehen bleibt. Ja, die nächsten 15 kriege ich auf jeden Fall noch nicht zusammen, außer ich kriege ein paar Mal die Tickets. Aber was ihr hier auch wieder schön sehen könnt, im Gegensatz zu Midas Gold Plus ist es so, dass recht regelmäßig einer der Buchstaben auftaucht. Ich würde so sagen, alle 3 Versuche etwa taucht ein Buchstabe auf. Während bei Midas Gold Plus ist ja tatsächlich so war, dass diese Kristalle random aufgetaucht sind. Sie konnten sogar mehrere gleichzeitig auftauchen. Das habe ich hier mit den Buchstaben bisher noch nicht erlebt. Aber dafür konnten sie auch lange, lange nicht auftauchen. Also auch die Seltenheit war teilweise ziemlich gravierend. Vor allen Dingen, wenn man nur noch einen einzelnen brauchte. Also solange alle 5 Kristalle letztlich bei dem anderen Spiel benötigt wurden, hat man sie recht zügig bekommen, aber nach dem letzten konnte man locker 50 Tickets ausgeben, ohne dass man ihn gesehen hat, geschweige denn erwischt hat. Also sowas ist auf jeden Fall vorgekommen, mal gucken. Okay, jetzt ist natürlich Vorführeffekt, das heißt, es ist jetzt glaube ich schon ja, der 5., wo jetzt oder keiner auftaucht. Okay, also ja, da hatte ich wohl die letzte Zeit ein bisschen mehr Glück, dass tatsächlich so alle 3 Mal irgendwie einer von den Buchstaben aufgetaucht ist. Also mal gucken. Ja, also jetzt taucht zumindest wieder ein Buchstabe auf. Also aus meiner Sicht sind die zumindest häufiger und auch überschaubarer, dass immer wieder regelmäßig einer der Buchstaben auftaucht. Was sich allerdings geändert hat, ich glaube bei den Geschenken waren es nur 6 Felder, also von den Weihnachtsevent,
Und das heißt, hier ist die Chance jetzt natürlich mit zwei Feldern so einen Buchstaben zu erwischen schlechter geworden. Auf der anderen Seite für die anderen Sachen, naja, es ist relativ egal, ob man jetzt die Ingame-Währung, die Premium-Währung oder einfach einen Booster bekommt. Es ist ja eh alles nur zeitlich freigespielt. So, da ist schon wieder das A. Also, naja, 3-4 waren dazwischen. Also auf jeden Fall, ihr werdet regelmäßig die Buchstaben sehen können. So, das letzte Ticket. Und also für den nächsten Agenten reicht es erstmal noch nicht. Gucken wir mal, ob ich jetzt so viele Goldbarren zusammenbekommen habe. Und nee, also es fehlt mir noch einer. Das heißt, morgen kann ich dann hier den nächsten Booster kaufen. Und geplant habe ich vor allen Dingen, dass die Ressourcen dann noch weiter einen Multiplikator erfahren, dass ich die einfach so parallel immer wieder hochziehe. Dann hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu tun, beziehungsweise es gibt eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil ich resette ja jetzt eh gleich. Und mal gucken, wie weit ich jetzt hier komme. Genau, mit 6 hoch 3. Also ich werde jetzt nicht noch so weit machen, weil das Spiel ist eine ganze Weile gelaufen, wo die Profite zusammengelaufen sind. Das heißt, es reicht, wenn ich mir jetzt hier die 3 Stufen kaufen kann. Also Claim Fee. Und dann Ressourcenmultiplier, Sektorprofit Nummer 1, Sektorprofit Nummer 2. Und dann gilt es halt, alles wieder von vorne aufzubauen. Und das nimmt natürlich einiges Zeit in Anspruch. Jetzt am Anfang geht es relativ schnell. Also bis Level 9 von den Towns werde ich wahrscheinlich mit 1-2 Durchläufen erreichen, sobald hier die Ressourcen einmal durchgelaufen sind. Das dauert noch ein bisschen, bis ich hier über das Atomic Lab dann wieder die Beschleunigung aktivieren kann. So, erste Stufe ist durchgelaufen. Dann werden die Ressourcen jetzt hier deutlich schneller freigeschaltet und damit bekomme ich dann auch sehr schnell den notwendigen Schub, um hier natürlich die Profite hochzubringen, aber vor allen Dingen auch dann hier, sobald die Food Production einmal durchgelaufen ist, kann ich hier dann wiederum die Forschungsproduktion und die anderen Produktionen weiter hochfahren. So, also ihr seht, ich bin schon fast auf Stufe 9. Noch ein Durchlauf und Stufe 9 ist erreicht. Das höchste kann ich jetzt, doch mal gucken, in den Statistiken müsste es auftauchen. Genau, maximal CD Level 11 habe ich bis jetzt erreicht. Also was sie vor allem geändert haben sollen, sind so ein bisschen wahrscheinlich das Layout von den Figuren und sowas. Und mal gucken, hier sieht man ja die Hintergründe kaum. Also hier sieht man ein bisschen den Hintergrund, wo sich das auch ein bisschen geändert hat. Aber mir fällt es jetzt nicht so stark auf. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass dieser Blueprint hier, der war vorher nicht da, zumindest glaube ich es. Müsste ich selber nochmal. Ich habe es mit dem alten Video nicht verglichen, aber das ist ja dann zumindest der Vorteil. Wenn es ein Video davon gibt, kann man mal gucken, was sich tatsächlich alles verändert hat. So, auch hier sind jetzt 3 Reiter drin. Das heißt, die Ship-Missionen, die sind zumindest vorher nicht sichtbar gewesen. Ich weiß nicht, ob die eventuell vorher in dem Marinehafen integriert waren, weil der war vorher schon da. Und das City Aquarium stand ja zumindest als vorhandenes Element schon in dem Startbildschirm, dass es mal bei einem Update hinzugekommen ist. Und ob sich das eventuell auch einfach hier unter Marina versteckt hat, kann ich nicht einschätzen, weil ich bin ja noch nicht so weit gekommen. Also bis Level 14 dauert es noch, dass ich die nächsten Features freischalte. Und hier bin ich dann auch fast durch, sobald ich hier jetzt die Ressourcen-Upgrades drin habe. Sollte das dann ganz gut aufgehen. So, damit bin ich bereits hier in den Profit-Paradoxo und kann dann hier jetzt die letzten wieder auf 100er trimmen und entsprechend mich an den Trophäen möglichst entlang hangeln. So, damit ist auch Level 10 wieder erreicht. Wichtig ist ja vor allen Dingen deswegen, weil die halt entsprechende Boni, also von 9 auf 10, dass das halt sich alles so gut verdreifacht. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, möglichst bald jetzt wieder Level 11 zu erreichen, dass da die Boni zusammenlaufen. Ihr seht, im Moment läuft schon ganz gut. 2000 Punkte sind schon erreicht. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die tatsächlich dann Stück für Stück abnehmen oder ob das gleichbleibend wird. Ich denke, es bleibt nicht konstant. Also mit dem gleichen Geld, was ich einnehme, bekomme ich nach und nach mit Sicherheit immer weniger Punkte. Deswegen schauen wir mal, dass ich hier noch ein bisschen mit den Upgrades dranbleibe.
Und auch hier, die Upgrades steigen letztlich immer um 25%. Deswegen sind auch so komische, krumme Zahlen hier dabei. Aber an der Stelle ist es auch egal, ob ihr den hier das Profitparadoxon erweitert oder der Port. Auch wenn hier die Zahlen natürlich schon höher sind, ist es letztlich der gleiche Multiplikator. Das heißt, es steigt jeweils um 25%. So, hier ist jetzt natürlich ein bisschen drauf zu achten. Okay, also das Party All Night ist im Moment auf jeden Fall weit genug vorne. Und genau, vorhin war wahrscheinlich eben die Boutique-Profit, die natürlich deswegen den ersten hier natürlich deutlich nach vorne gepusht hat. Deswegen, der 8er-Multiplikator wird sich schon lohnen, sobald ich den hierfür aktivieren kann, dass der noch weiter oder noch länger dann vorne bleibt. Aber deswegen ihn als jeden Fall zu bevorzugen und dann nochmal gucken, wie sind die anderen jetzt verteilt? 65, 65, 64, 64. Also rechts, links und dann links, rechts. Hat eh alle geklappt, okay. Hätte ich gar nicht selektieren müssen. Aber wenn, ist auf jeden Fall wichtig, dass er zuerst upgedatet wird. Wenn man halt nicht alles auf einmal kaufen kann. So, also es wird jetzt noch eine Weile dauern. Trotz der ganzen Upgrades seht ihr, dass das hier jetzt ziemlich langsam hochläuft. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich wieder auf Stufe 11 komme mit den Multiplikatoren und dann ja, mal sehen, wie lange es dann wieder dauern wird, hier letztlich anzuschließen. Also hier ist es am ehesten sichtbar, wie weit man noch von dem letzten Stand entfernt ist. Weil zuletzt habe ich jetzt mit hoch 74 hier tatsächlich die Features gekauft. Mal sehen, ob dann hier tatsächlich das als alleiniger Reset oder ob ich den Happiness-Bonus noch mitnehmen kann, je nachdem, wann ich dann natürlich wieder reinkomme. Der Happiness-Bonus ist allerdings so dicht an dem 76er, dass sich wahrscheinlich dann lohnt, zumindest die drei wieder zu kombinieren. Und ja, also das wird weiterhin immer spannend bleiben. Was lohnt sich am sinnvollsten zu kombinieren? Wie kann man die Faktoren gut hochbringen? Mit Level 3 und also mit einem Faktor 3 und 2,5 dürfte es ziemlich spannend sein, wenn da die Profite allgemein gesteigert werden, dass ich dann hoffentlich Level 14 in baldiger Reichweite habe. Ich lasse den jetzt erstmal wieder weiterlaufen und mal sehen, wann ich dann mit der Level 14 dann von den anderen Bereichen berichten kann. Auf jeden Fall dann jetzt weiter zum nächsten Spiel.